Ja, und damit würde ich dann diesen Teil zu den klassischen Wachstumsmodellen auch abschließen. Wir haben jetzt das erste Mal sozusagen die Puzzlestücke, die wir uns am Anfang erarbeitet haben, zusammengefügt in ein Konsist oder in mehrere konsistente Wachstumsmodelle. Dabei jetzt insbesondere die im Paradigma der ökonomischen Klassik. Haben wir schon gesehen, so in diesen klassischen Wachstumsmodellen ist das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Klassen, insbesondere Kapital und Arbeit zentral. Das ist auch einfach was, was die Gründerväter dieses Paradigmas, Smith, Ricardo, Malthus, Marx, besonders beschäftigt hat, was auch einfach damals die Fragen dieser Zeit waren. Viele würden sagen, die Fragen sind immer noch die gleichen geblieben. Deswegen gibt es diese klassischen Wachstumsmodelle auch immer noch und sie werden auch tatsächlich häufig verwendet. Das Coole ist, dass die meisten dieser Wachstumsmodelle so auf zwei Kernelemente oder Grundbausteine irgendwie zurückgeführt werden können, beziehungsweise auf deren Kombination zurückgeführt werden können. Und genau diese beiden Grundbausteine haben wir auch kennengelernt. Das ist zum einen das Conventional Wage Share Modell, was ein endogenes Wachstumsmodell ist, wo sich die Wachstumsrate durch die Sparentscheidung von Kapitalisten bestimmt, was wiederum mit der Verteilung der Früchte der Arbeit zwischen Kapitalistinnen und Arbeiterinnen zusammenhängt. Demzufolge ist es hier zum Beispiel auch so, wenn die Sparneigung der Kapitalistinnen sich ändert, ändert sich auch die Wachstumsrate. Sprich, wir haben es hier mit einem endogenen Wachstumsmodell zu tun. Das Full Employment Modell, was wir kennengelernt haben, ist ein exogenes Wachstumsmodell, da die Wachstumsrate hier determiniert wird durch das exogene Bevölkerungswachstum in Kombination mit der Full Employment Assumption. Hier ist es zum Beispiel auch nicht so, dass wenn sich die Sparneigung der Kapitalistin ändert, dass sich dann das Wachstum ändert. Das heißt, es ist eine etwas andere Erklärungsstruktur und man muss dann eben mal gucken, was für den Fall, den man analysieren will, eben die bessere Wahl ist. Beide Modelle sind empirisch gesehen gute Ausgangspunkte. Sie passen in vielerlei Hinsicht gut zu den Daten, die wir sehen. Das heißt, wenn wir jetzt so uns im Bereich der deskriptiven Output-Validierung bewegen, sind diese Modelle nicht schlecht. Was natürlich unschön ist, dass viele Aspekte exogen bleiben. Also der technologische Wandel ist zumindest in der Variante, die wir kennengelernt haben, weitgehend exogen. Viele andere Fragen eben auch. Das ist grundsätzlich natürlich unattraktiv, aber je nachdem, was euch interessiert, könnt ihr diese Modelle recht leicht erweitern. Wir haben das in einem Beispiel auch schon mal gesehen. Man kann einfach zu diesen Modellen zusätzliche Gleichungen hinzufügen, zusätzliche endogene Variablen hinzufügen oder Variablen, die vorher exogen waren, endogenisieren. Man muss eben dann eine Aussage über den Wirkungszusammenhang treffen und eine neue Gleichung hinzufügen. Das ist dann eben die Kosten, die man dafür zahlen muss. Aber das funktioniert in der Regel ganz gut und es ist einfacher, wenn man mal das Kernmodell verstanden hat, das dann Schritt für Schritt zu erweitern. Wir haben das am Beispiel von dem technologischen Wandel auch schon gesehen, wie man das machen kann. Und das Prinzip bleibt hier eigentlich das gleiche. Insgesamt, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ist das relevant, was ich jetzt hier gelernt habe, kann ich sagen, auf jeden Fall ja. Diese klassischen Wachstumsmodelle sind heute weiterhin beliebt. Insbesondere in der heterodoxen Ökonomik. Sie sind nicht ansatzweise so weit verbreitet wie neoklassischen Wachstumsmodelle. Das ist jetzt das, was wir uns als nächstes ansehen. Aber also zumindest ich bin überzeugt, dass man sozusagen die Vor- und Nachteile von so einem Modell immer auch nur dann wertschätzen kann oder überhaupt erst identifizieren kann, wenn man es vergleicht mit Modellen aus anderen Paradigmen. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte voll mit dem Mainstream gehen und eigentlich nur neoklassische Wachstumsmodelle verwenden, dann können Sie die Schwächen dieser Modelle auch nur dann richtig identifizieren, daran arbeiten, wenn Sie da mit einem anderen Blick drauf gucken und dieser andere Blick kann Ihnen zum Beispiel bereitgestellt werden oder euch bereitgestellt werden durch diese klassischen Wachstumsmodelle, die wir hier kennengelernt haben. Insofern ist es völlig unabhängig davon, was Sie am Ende verwenden, hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen. Und am Ende des Tages würde ich sagen, es ist eh eine Kombination von verschiedenen Modellen, die Ihnen dann wirklich hilft, bestimmte empirische Wachstumsdynamiken tatsächlich besser zu verstehen und einordnen zu können, wann welches Modell die richtige Wahl ist. Auf dem Weg dahin, diesen Methodenkoffer von vielen Modellen zu haben, haben wir jetzt den ersten wichtigen Schritt gegangen und werden dann im nächsten Schritt uns dann mit den neoklassischen Pendants, den Wachstumsmodellen, die wir hier kennengelernt haben, genauer beschäftigen. Bis dahin, alles Gute, schöne Woche und bleiben Sie gesund.